Einen wundervollen guten Morgen, ihr digitalen Tomatennomaden. Schön. Montag, neuer Start, neue Woche. Als allererstes ab ins Gym. Da sind wir. Geh mal rein. Dieser Moment, wenn man realisiert, dass man seine Gymschuhe zu Hause vergessen hat und deswegen in Stiefel. Das will gar nicht auf. That was a good one. That was a really, really good one. Schöner Start in die Woche. Sauber. Ich hatte allerdings leider in meinem rechten Knie, es hat sich echt ungut irgendwie angefühlt, deswegen habe ich die Squats heute geskippt. Über Schmerzen rüber zu trainieren ist keine gute Idee. Da vorne ist meine Tram, ärgerlich. Fährt ohne mich. Naja, kommt gleich die nächste. Dreimal dürft ihr raten, was es jetzt gibt. Und? So, dann lasse ich mir dieses Schätzchen doch mal schmecken. What the fuck? Ihr Lieben, oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, jetzt muss ich erst kurz checken, ob ich hier auch irgendwie sichtbar bin. Ja. Wie ihr vermutlich wisst, ich liebe es immer, wenn ich zwei Leute einfach richtig gerne mag, richtig gerne verfolge und die dann gemeinsam was starten. Ich habe mich letztens so herzens gefreut, als ich eine Ask Gary Vee Show mit Seth Godin gesehen habe, weil ich die beide großartig finde. Wen finde ich ebenfalls großartig? Lewis House. Und wer ist bei Lewis House zu Gast? Gary Vee. What the fuck? Wie geil bitte. 55 Minuten. Gary macht halt einfach genau richtig. Jetzt gerade released sein Buch. Und deswegen ist er einfach überall am Start. Schön, 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 schön. So kann die Woche starten, das ziehe ich mir jetzt rein. Liebe Leute, Content für heute. Und heute mal ein bisschen anders. Heute verteilen wir den Content nicht über den Tag, heute gibt es den in einer Session. Denn ich möchte heute mal, ich habe in den letzten, vor ein paar Tagen, drei oder vier Tagen, habe ich einen Kommentar gesehen von einem von euch, der aufgelistet hat, was ihm konkret an mir, an meiner Tätigkeit, an meinem Kanal, an dem, was ich mache, nicht gefällt. Und generell bin ich der Meinung, jeder kann seine eigene Meinung haben, jeder kann das blöd finden, das ist völlig okay für mich. Ich finde auch Leute gut, andere Leute finden andere Leute gut, andere Leute finden andere Leute blöd, völlig okay. Womit ich allerdings nicht leben kann, ist, wenn Dinge in den Raum gestellt werden, die aus meiner Sicht einfach Quark sind. Und deswegen, dadurch, es ist ja immer so, wenn jemand etwas schreibt in den Kommentaren, sei es positiv oder sei es negativ, dann kann man davon ausgehen, dass es immer noch 10, 15, 20 weitere Leute gibt, die das genauso denken und die es aber nicht schreiben. Und deswegen will ich jetzt mal dieses Video stellen und ein paar Dinge einfach erklären, ein paar Dinge klarstellen, die mir einfach wichtig sind, dass ihr die versteht. Denn ja, Missverständnisse sind scheiße, darüber zu reden ist immer gut, deswegen fangen wir direkt rein. Ich habe mir ein paar Dinge rausgepickt. Punkt Nummer 1, ich mache viel zu sehr Casey Neistat nach. Und das kommt immer, das kommt so oft. Und da frage ich mich immer, wenn wir irgendetwas lernen wollen, wenn wir irgendeinen Skill, irgendeine Tätigkeit für uns erschließen wollen, wie lernen wir das am schnellsten? Indem wir einfach mal nachmachen. Wenn wir Fußballprofi werden wollen, natürlich orientieren wir uns an Cristiano. Wenn wir Olympiasieger im Schwimmen werden wollen, natürlich gucken wir, was Michael Phelps macht. Wenn wir, egal was wir machen wollen, wenn wir einfach eine super krasse Persönlichkeit werden wollen, natürlich lernen wir von Tony Robbins. Wenn wir ein Business starten wollen, wenn wir ein Imperium aufbauen wollen, natürlich lernen wir von Richard Branson. Wenn wir anfangen in einer Tätigkeit, und ich in Sachen Filmmaking bin ich absolut der Meinung, dass ich noch voll am Anfang stehe. Ich bin jetzt seit
ein Dreivierteljahr auf YouTube. Das ist nix. Das ist nix. Vorher habe ich nie irgendwas mit Filmen gemacht. Und weil ich noch am Anfang stehe, orientiere ich mich natürlich an den Besten. Und aus meiner Sicht kann man erst, ich habe dazu auch mal ein Video, ich verlinke euch das hier, aus meiner Sicht kann man erst so komplett seinen eigenen Stil entwickeln, wenn man erstmal das Handwerk kann. Und das Handwerk lernt man am schnellsten, indem man guckt, was machen andere Leute, die es gut machen, Ben und Louis und Casey und so weiter, und versuchen, die Techniken nachzumachen, zu gucken, okay, wie schneidet er denn das, wie macht er denn das, wie filmt er denn das? Und wenn ich weiß, wie das geht, dann kann ich nämlich erst dahin gehen und sagen, ah, okay, so kann ich das machen, so kann ich es machen. Und wenn ihr mal zurückguckt, wenn ihr euch die ersten Videos anguckt, so die ersten 100 oder keine Ahnung, da ist super, super, super viel nachgemacht. So gut wie alles, das Intro, alles, weil ich erstmal gucken wollte, okay, wie mache ich denn das? Ich habe vorher noch nie Videos geschnitten und ich lerne das erstmal und das geht einfach am schnellsten durch Nachmachen. Und jetzt mittlerweile, wo ich immer besser werde, jetzt mittlerweile fast ein Jahr Tomatenshow, kann ich immer mehr meinen eigenen Stil entwickeln, aber bin ich noch längst nicht so weit. Wie gesagt, es ist noch so kurze Zeit, die ich erst in diesem Filmmaking-Thema unterwegs bin. Ihr könnt davon ausgehen, dass bei Tomatenshow 1000 werden die Videos so sein, wie sie nirgendwo, irgendwo auf YouTube zu finden sein werden. Das kann ich euch versprechen. Aber jetzt, ich bin voll in der Entwicklung. Deswegen orientiere ich mich natürlich an den Besten, mache bestimmte Dinge nach, weil ich sie erstmal etablieren muss. Casey macht seit, ich weiß nicht, 20 Jahren Videos oder sowas. Das ist halt alles komplett in Fleisch und Blut. Bei mir noch nicht. Und das muss ich mir jetzt erstmal aneignen. Nächster Punkt. Robert ändert zu oft seine Meinung. Aus meiner Sicht ist Authentizität nicht, etwas zu sagen und dann immer dazu zu stehen, sondern Authentizität ist, etwas zu sagen. Und wenn ich morgen feststelle, dass es Quatsch war, dass ich eine neue Erkenntnis habe, dann morgen wieder meine Meinung zu ändern. Das ist nämlich authentisch sein. Wenn ich jetzt heute sage, okay, YouTube ist für mich das geilste Medium überhaupt. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen hochstellen, das sieht irgendwie komisch aus. YouTube ist für mich das geilste Medium überhaupt. Und morgen feststelle so, oh nö, eigentlich jetzt Vimeo, my video, whatever. Dann wäre es doch super unauthentisch, wenn ich sagen würde, ja, das wäre YouTube. Obwohl ich eigentlich eine andere Erkenntnis habe. Menschen, die immer die gleiche Meinung haben, entwickeln sich aus meiner Sicht überhaupt viel zu langsam. Wer sich richtig schnell entwickelt, wer eine steile Lernkurve hat, der wird so viele neue Erkenntnisse haben und der wird wahrscheinlich in 2 Monaten eine Meinung haben, die heutige Meinung absolut obsolet macht. Und genau so sollte es sein. Und dann auch dazu zu stehen und zu sagen, ich kann immer nur das sagen, was ich jetzt im aktuellen Moment als das Beste finde. Mein jetzigen Punkt, mein Status quo jetzt. Und wer weiß, was morgen ist? Keine Ahnung. Wer weiß, was nächste Woche ist? Keine Ahnung. Wer weiß, was nächsten Monat ist? Keine Ahnung. Nicht mal das, was für mich heute ist, ist für euch heute das Richtige. Dann müsst ihr auch noch gegenchecken, ob das für eure ganz persönlichen Skills, Stärken, Schwächen, Interessen, Leidenschaften, ob das passt. Also da sind so viele Variablen drin. Nächster Punkt. Der YouTube-Kurs ist im Prinzip eigentlich nur die FAQ, die es von YouTube eh gibt und ich verlange dafür 300 Euro. Und dieser Kommentar kommt immer von Leuten, die nicht verstanden haben, wie YouTube funktioniert oder wie man auf YouTube erfolgreich wird. Aus meiner Sicht, das konkrete Handwerkszeug, wie mache ich meine Thumbnails, wie richte ich den Kanal ein, wie Tags und so weiter, das ist der kleinste Teil auf YouTube. Der wichtigste Teil, der darüber entscheidet, ob wir einen erfolgreichen Kanal haben oder nicht, ist hier oben, ist Mindset, ist... Wenn ihr, konkretes Beispiel, wenn ihr euch mal vorstellt, irgendeine Person, die so ein richtig krasses Leben hat, die so einfach so richtig, richtig in seinen Stärken unterwegs ist, die Welt verändert, jetzt auf diese Erde kommt, noch nie vorher von YouTube gehört hat, vor die Kamera gesetzt wird und sagt mal, hier, dreh mal ein Video, wir laden das im Anschluss hoch. Der hat keine Ahnung von YouTube, wird der Kanal ausrasten? Natürlich wird der Kanal ausrasten, weil er einfach eine Message hat, weil er interessant ist, weil er richtig viel erzählen kann. Und das ist das Entscheidende. Wir müssen ein Mindset haben. Wir müssen einfach eine Weiterentwicklung sein. Wir müssen eine spannende Persönlichkeit. Und dann werden wir auch auf YouTube erfolgreicher sein. Und deswegen, die YouTube-FAQs, die YouTube kostenlos rausgibt, diese Creator Academy, das ist geil. Das ist richtig geil, um sich das konkrete Handwerkszeug anzueignen. Aber das ist nicht das, was das Entscheidende ist. Das, was das Entscheidende ist, ist das Mindset. Das sind die konkreten Erfahrungen. Deswegen, aus meiner Sicht, das Wertvollste an diesem Kurs ist nicht, wie mache ich Thumbnails, wie mache ich das, wie mache ich dies, welches Equipment brauche ich, was Softboxen, wo kriege ich die her? Das ist nicht das Entscheidende. Das habe ich natürlich drin, weil es einfach zum Thema YouTube dazugehört, klar. Aber das Entscheidende sind diese riesigen Sections zum Thema Mindset, zum Thema wichtige Prinzipien, zum Thema Eigenschaften eines YouTubers, was ich ausbilden sollte und vor allem auch die Experteninterviews. Die ganzen anderen YouTuber, die ich alle dabei habe, die in den Interviews von ihren Struggles, die davon erzählen, wie sie am Anfang einfach, wie es schwierig war und wie sie nicht richtig in Fahrt gekommen sind. All diese Dinge, die sind so, so wertvoll und die zeigen uns, ah, okay, daran kann ich mich orientieren. Das sind die wirklich, wirklich entscheidenden Dinge in Sachen YouTube. Nächste Frage oder beziehungsweise nächstes Statement. Robert verdient sein Geld, indem er anderen zeigt, wie man Geld verdient. Bullshit.
Womit ich mein Geld verdiene, zum allergrößten Teil, ist mit diesem YouTube-Kurs. Und mit dem YouTube-Kurs erkläre ich niemandem, wie man Geld verdient, sondern mit dem YouTube-Kurs erkläre ich, wie man einen YouTube-Kanal aufbaut, wie man seine ersten 1000 Abonnenten erreicht. Denn ich stelle mich doch hier nicht hin als der krasse Macker, der sagt so, hier, rich und so weiter, verdient hier Kohle über Nacht und baut Business auf und so weiter, wenn ich da selbst noch voll am Anfang stehe. Aber ein Thema, wo ich nicht mehr am Anfang stehe, ist, wie ich den Start auf YouTube schaffe, weil das habe ich mittlerweile schon mit zwei Kanälen gemacht und die laufen beide super. Da ist so viel Interaktion, da ist so viele Views, so viele Leute, die sich dafür interessieren. Und wenn ich jetzt von heute auf morgen merken würde, so, das ist nicht mehr meins, ich will jetzt, meine neue Leidenschaft ist jetzt Pullover stricken, dann bin ich hundertprozentig der Überzeugung, dass ich ebenfalls da einen neuen Kanal aufziehen könnte, der ebenfalls seine 1000 Abonnenten recht zügig voll macht. Und genau dieses Wissen gebe ich weiter. Es geht nicht um Geld verdienen. Wer anfängt mit YouTube, wer die Zielgruppe für den Kurs ist, wer seine ersten 1000 Abonnenten erreichen will, das macht null Sinn, sich da über das Thema Geld verdienen Gedanken zu machen. Das macht einfach keinen Sinn. Wenn man da gerade erst anfängt, dann ist das Thema Geld verdienen noch so weit weg. Es geht darum, erstmal eine Audience aufzubauen, erstmal Reichweite aufzubauen, erstmal eine Community aufzubauen, eine Crowd, Leute, die einfach interessiert sind an dem Thema, die da committed sind, die da dabei sein wollen. Das ist das wirklich Entscheidende. Und Geld verdienen. Es gibt zwar ein kleines Kapitel in dem Kurs, wo es darum geht, wie verdiene ich mit YouTube Geld, aber das ist eher als Ausblick, weil die Frage immer wieder kommt und weil ich es natürlich auch ein Stück weit vorstellen möchte, was es da für verschiedene Modelle gibt. Aber sich darüber Gedanken zu machen am Anfang, wenn man bei 72 Abonnenten steht, macht es keinen Sinn. Selbst wenn wir das weltbeste Produkt haben, wir haben einfach noch keine Reichweite, um es zu verkaufen. Also in dem Kurs geht es nicht um Geld verdienen. Ich erkläre niemandem, wie man Geld verdient. Natürlich auf dem Channel habe ich immer mal wieder ein Video, Monetarisierung, Kurse erstellen, E-Books, bla bla bla, weil das einfach wichtige Themen sind. Aber ich spreche immer aus meiner eigenen Erfahrung. Oder wenn ich nicht aus meiner eigenen Erfahrung spreche und andere Dinge vorstelle, wie zum Beispiel in den Buchreviews, dann mache ich das kenntlich und sage, hey, das kommt von dem, das kommt von dem. Ja, genau, der YouTube-Kurs ist der Großteil meiner Einnahmen. Was mache ich noch? Ich mache Affiliate-Marketing über Amazon, über verschiedene Shops. Ich habe Einnahmen über den YouTube-Kanal, über die AdSense-Monetarisierung, über Events, über Coaching, all diese Dinge. Aber dass ich jemandem erkläre, wie man Geld verdient, mache ich nicht. Nächster Punkt, auf den will ich jetzt noch ganz kurz eingehen, weil ich in den nächsten Tagen dazu noch mal ein extra Video machen will, wo ich diese Psychologie dahinter erkläre. Warum, oder beziehungsweise der Kritikpunkt war, dass ich meinen Content-Part in mehrere Teile über den Tag aufgeteilt habe, um die Leute dazu zu zwingen, jetzt dranbleiben zu müssen, auch wenn sie der Vlog gar nicht interessiert. So. Und da, wie gesagt, da will ich in den nächsten Tagen noch mal drauf eingehen, aber nur ganz kurz. Mein Ziel ist immer, dass jedes Video so unterhaltsam und so kurzweilig wie möglich zu machen. Die Videos zu machen, die ich selbst gerne gucke. Und ganz ehrlich, ein Content-Part, der 10, 12 Minuten am Stück geht, frontal in die Kamera, ohne Schnitte, ohne irgendwas, kann vom Input richtig geil sein, aber sorgt für mich trotzdem nicht für dieses so yeah-Gefühl, so dass ich denke, so Alter, okay, zum Zungenschnalzen, da ist jemand richtig geil unterwegs gewesen. Nein, deswegen verteile ich den, weil ich die Videos mache, die ich selbst gerne gucken wollen würde, aber dazu kommt in den nächsten Tagen nochmal was. Und der letzte Punkt, und das ist mir besonders wichtig, darüber nochmal zu reden. Der Vorwurf war, dass ich Träume verkaufe an Leute, die was machen wollen, die ihr Leben verändern wollen. Und ich verkaufe denen das so leicht und letztendlich merken sie, dass es doch gar nicht so easy geht. Und ich weiß nicht, ob ich da in meiner Kommunikation noch mehr rausbringen muss, aber ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass ich das recht stark immer wieder betone, dass es überhaupt nicht leicht ist, dass man viel, viel machen muss. Das ist nicht einfach mal, das ist nicht dieses werde schnell reich, kaufe jetzt meinen Kurs, kaufe mein Produkt und du hast über Nacht hier Fett und so weiter. So funktioniert einfach das Leben nicht. So funktioniert das einfach nicht. Und ich versuche immer wieder zu betonen und rauszustreichen, so Leute, da fließt so viel rein, da steckt so viel drin, so viele Dinge, die einfach wichtig sind und die Zeit brauchen. Darüber habe ich jetzt gestern mit Dirk gesprochen. It's a marathon, not a sprint. Wir sind nicht für die kurze Distanz, wir sind für die lange Zeit. Wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen ausgereifte Persönlichkeiten werden. Und wenn wir das nämlich sind, dann werden wir letztendlich auch den finanziellen Erfolg haben. Aber das machen wir nicht innerhalb von 3 Monaten oder 6 Monaten oder 12 Monaten, sondern wir versuchen uns immer auf die nächsten 5 Jahre, 10 Jahre zu fokussieren. Und das mache ich. Ich versuche den Mehrwert so hoch wie möglich zu halten, weil ich weiß, dass wenn ich jetzt Entscheidungen treffe, die möglichst vielen Menschen helfen, dann wird die Zukunft ganz automatisch so, wie ich sie mir vorstelle. Und dann werde ich nie das Problem haben, irgendwie nicht genügend Geld zu verdienen. Weil jeder Mensch, der Dinge macht, die anderen Menschen helfen, der ist unersetzbar. Und der wird immer seinen Platz finden. Okay. Damit sind wir durch. Das war mir wichtig, diese Dinge nochmal rauszustreichen. Also eigentlich versuche ich ja in den Videos immer möglichst positiv zu sein. Aber, Leute, sorry, ich muss jetzt mal ganz kurz 30 Sekunden jammern.
In unserer WG, in der ich eigentlich auch gemeldet bin, in der Olli nämlich auch wohnt, unser ehemaliger Mitbewohner, der hat das alles organisiert, das alles gedeichselt und auf den läuft das alles. Und obwohl er jetzt schon ewig ausgezogen ist und ich ihn 500 Mal erinnert habe, hat er es immer nicht gebacken bekommen, alles umzumelden auf mich und auf mein Konto. Und jetzt wurde Stromrechnung an ihn zugestellt, an seinen Namen, Post ist eingegangen und er hat immer sich seine Briefe abgeholt. Und wir haben es nicht aufgemacht und dann kam jetzt letztens jemand vorbei und meinte, ja, wir stellen dir den Strom ab wegen nicht bezahlter Rechnung. Und wir so, was, what the fuck? Gucken danach und da kamen halt, waren halt einfach so 57 Millionen Briefe vom Stromanbieter mit hier Mahnung und Erinnerung und Zahlung und bitte zahlen Sie und so. Und jetzt ist das abgestellt. Und jetzt rufe ich da an und dann meinen sie so, ja, nö, Ratenzahlung geht nicht, weil das ist jetzt da schon durch und Sie müssen jetzt komplett bezahlen, sonst können wir den Strom nicht wieder anmachen. Und da aber natürlich Strom wichtig ist, muss ich jetzt gerade die komplette Rechnung auf einmal bezahlen, 2800 scheiß Euro und das ist richtig, richtig kacke. Aber auch wenn es mir schwerfällt, ich versuche, den Tag wieder zur Positivität umzukehren. Wie schaffen wir das am besten? Mit einer Ladung Äpfel. Hey, heute ist wieder Trainingstag und immer ein Trainingstag, ich bin so eine Fressmaschine. Ich habe gerade diesen Kumpel gegessen, 2 Stündchen gearbeitet, ich habe schon wieder den Fetten Hunger, jetzt ein bisschen Äpfel, ein bisschen Datteln, ein bisschen Schokocreme. Bisschen Frust essen. Das, sowas pisst mich immer an, wenn einfach wegen so dummen Sachen, was einfach so unnötig ist. Locker 50% der kompletten Summe, die wir jetzt zahlen müssen, ist einfach nur scheiß Mahngebühren. So, die Rechnung war eigentlich bestimmt gar nicht so hoch. Und weil es jetzt ewig verzögert ist, schon über mehrere Monate. Jetzt schon mit dem Konferenzplan schon echt richtig weit und habe jetzt schon die Hälfte an Bussen und Bahnen und so weiter gebucht und es nimmt langsam auf jeden Fall Form an. Das ist erstmal Busy Meeting. Okay, macht Telefondienst. Und ich gönne mir einen Rap. Das war gut. Wir haben jetzt den Überplan, nachdem wir anfangs einfach ultra ratlos waren, was wir machen sollen, haben wir jetzt einen coolen Plan und wir verraten nichts. Aber es wird überlustig. Es wird ganz anders, aber es wird witzig. Ihr solltet auf jeden Fall jetzt, ich verlinke mal, ich habe jetzt schon 100 Mal diese Announcement gemacht und ich vergesse immer, weißt du, auf welcher Seite die Infokarte ist? Da oder da? Ich glaube da, aber ich weiß es nicht ganz genau. Irgendwo ist ein Link zum Studio V-Channel, abonniert den, da werden coole Videos online gehen, aber mehr verraten wir nicht. Yes, das war gerade sehr erfolgreich, gerade hier hinten im Saturn drin gewesen und wisst ihr, was ich geholt habe? Das da hier. Hä? Jetzt habe ich sie wieder. Mein Goldstück G7X ist aus der Reparatur wieder da, ist komplett repariert, alles wieder heile. Ich freue mich riesig, danke an dieser Stelle nochmal an Nils und Luca, die mir genau diese, mit der ich jetzt gerade noch filme, geliehen haben. Das hat mir echt sowas von den Arsch gerettet. Und jetzt kann ich aber echt mit meiner wieder weiterfilmen. Und in den nächsten Tagen müsste dann auch die Sony wieder aus der Reparatur wiederkommen. Und dann ist der komplette tomatennomadige Kamera zu wieder komplett. Yes! Jetzt haben wir es 8:30. Höchste Zeit, um den Arbeitstag so richtig beginnen zu lassen. Ab ins Oberholz. Bisher noch nicht so viel geschafft. Wird auf jeden Fall noch ein paar Stunden reinhauen. Ihr Lieben, es ist jetzt 10:30, ich werde noch ein bisschen bleiben, aber ich beende jetzt schon mal das Video, damit Olli das Footage mitnehmen kann. Und wir sehen uns morgen wieder, lasst mir auf jeden Fall mal einen Kommentar unten drin. Habt ihr ebenfalls, ich finde es ja immer gut, wenn Leute einfach Dinge schreiben und ich das nochmal die Möglichkeit habe, nochmal Dinge klarzustellen, nochmal darüber zu reden, nochmal das irgendwie klar zu machen.
Habt ihr auch irgendwie einen Punkt, wo ihr denkt so, oh, irgendwie das findet ihr blöd oder das fragt ihr euch, das wollt ihr schon immer mal wissen so. Jetzt passt genau perfekt, schreibt unten gerne mal einen Kommentar rein. Und genau, dann kann ich das auch erstmal sehr, sehr gerne beantworten. Ihr Lieben, wir sehen uns. Großartigen Tag für euch und bis dann. Ciao.